Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer schönen Folge und zwar den Unboxing und meinen ersten Eindrücken zu dem Game & Watch Super Mario Brothers. Ja, als es angekündigt wurde, musste ich mir das Ding sofort bestellen, weil ich weiß auch ganz genau, dass Super Mario Brothers mein erstes Mario-Spiel war. Das war irgendwann Ende der 80er, glaube ich, als mein Bruder sich das NES zu Weihnachten gewünscht hat und da war natürlich dieses Spiel dabei und ich habe es wirklich geliebt ohne Ende, weil ich da erst gesehen habe, was so Videospiele überhaupt können. Ich wurde so sehr in die Welt reingesaugt und deswegen, als das hier angekündigt wurde, musste ich es mir bestellen. Mit Game & Watch habe ich sonst nicht viel am Hut. Ich weiß, das ist ein ganz eigenes Sammelgebiet für Leute, die nicht wissen, was diese Game & Watch Spiele waren. Ihr kennt wahrscheinlich damals bei uns verbreitet her, waren zumindest meiner Meinung nach diese Tiger Electronic LCD Spiele und das waren quasi diese LCD Spiele von Nintendo. Hat natürlich dieses besondere Design hier, was hier auch abgebildet wurde. Das ist auch hier das erste Spiel drauf und zwar, wenn wir hier gleich hinten auf den Inhalt gehen, ist es Super Mario Brothers drauf, Super Mario Brothers 2, aber nicht das Super Mario Brothers 2, was bei uns erschienen ist, sondern in Japan. Das ist ja dann später erstmals bei den Super Mario All-Stars, bei den Lost Levels für Super Nintendo, auf dem Super Nintendo erschienen. Und dann ist hier noch Ball drauf. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das das erste Spiel, was mit dem Game & Watch damals erschienen ist und eine normale Zeitanzeige. Ansonsten erwarte euch hier eine schöne Packung mit einer schönen goldenen Farbe. Soweit ich weiß, ist auch das repräsentativ der alten Game & Watch Spiele. Ist halt hier so eine kleine Plastikfolie drumherum, wo ein bisschen hier alles so aufgedruckt ist. Die entferne ich mal. So. Und hier natürlich auch. So, wenn wir den Plastikschuber weg haben, dann sieht es hier schon noch klassischer aus. So kamen die wirklich damals her. Ich bin gespannt, was drin ist. So. Schön. Solche Details finde ich immer ja sehr schön, wenn das hier mal so ein bisschen klein noch gezeigt wird. So, also, was ist dabei? Handbuch brauchen wir nicht, denn ein USB-C-Ladekabel, da bin ich jetzt positiv überrascht, weil hier nämlich auf der Packung stand, dass ein Nintendo-Ladekabel oder Gerät benötigt wird oder ein kompatibles. Deswegen dachte ich nicht, dass hier ein USB-Kabel dabei ist. Ich denke mal, dann meinen sie wahrscheinlich den Netzstecker. Aber ganz einfach den Computer anschließen zum Aufladen. Nur kurz eins vorweg, bevor ich hier das hier auspacke. Es ist limitiert, ja. Also es wird, habe ich jetzt gelesen, bis Anfang nächsten Jahres produziert werden. Es ist momentan ausverkauft, weil natürlich der Hype darum, wie immer bei allen Retro-Sachen, sehr hoch war. Und es gibt jetzt schon wirklich Reseller-Angebote, irgendwie 90 Euro oder sowas. Also das Ding kostet, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwas um 60 Euro, Ende 50 Euro, die jetzt schon wirklich, wirklich Mondpreise aufrufen. Wartet lieber, wenn ihr es nicht unbedingt braucht, es wird bis Anfang nächstes Jahres produziert werden. Ja, es ist limitiert, es wird nicht unendlich lange produziert, aber wenn ihr wirklich wollt, wartet mal ein, zwei Monate ab, dann könnt ihr euch das holen. Unterstützt nicht diese Reseller, die wie überall, ne, es ist bei jeder limitierten Sache, gibt es immer die Idioten, die das dann kaufen, um es wieder zu verkaufen. Unterstützt bitte sowas nicht, wartet denn lieber ein bisschen. Ich bin eigentlich durch Zufall drüber gestolpert, dass irgendwie auf Twitter geschrieben hatte, hey, da sind auch welche verfügbar, könnt ihr mal bei einem großen Elektronikfachhandel bestellen. Oh, das Design ist ja klasse. Genau, aber wie gesagt, wartet, ich bin leicht ablenkbar, ihr solltet die nicht auspacken und labern auf einmal. Also das Design ist wirklich, ich hatte so ein Game & Watch schon ein-, zweimal in der Hand, aber dass das Design wirklich so geil klassisch ist, dass sie das wirklich dieses Feel so gut eingefangen haben. Ich drücke gerade, okay, also Steuerkreuz und die Tasten, die fühlen sich relativ, ich sag mal, billig an. Also es ist jetzt nicht so, dass
das High-End-Erlebnis, aber ich denke mal, so waren die Game & Watch-Spiele halt, weil diese LCD-Spiele, die waren halt eher billig gemacht. Fühlt sich gut an. So, dann haben wir hier an der Seite irgendeine Öffnung, wo nichts dran steht. Also wird das kein Port sein. Hier kommt das USB-Ladekabel dran. Hier Power. Hier kann man Spiel, Zeit und Pause. Und ich würde sagen, mal gucken, ob schon Saft drauf ist. Ihr seht selber. Ach schön, Press Time Button. Okay. Müssen wir wahrscheinlich hier erstmal die Uhrzeit einstellen. Ja, wir haben es aber nicht 12 Uhr. Deswegen frage ich mich gerade. Ach, hier können wir so verschiedene Hintergründe auswählen. Finde ich sehr schön. Super Mario Bros. 1, das wird Lost Levels sein und das ist Super Mario Bros. 2 eigentlich. Finde ich, haben sie sehr schön gemacht. Wobei ich mich jetzt frage, wie man die Zeit einstellen kann, aber gut, das soll jetzt ja nicht Inhalt des Videos sein. Wir schauen uns natürlich, was für Spiele da sind. Also wir können hier auswählen, Super Mario Bros. 1, 2 und Ball. Ich würde sagen, ich spiele in alle mal kurz rein. Wie ihr seht, Batterie ist zumindest halb aufgeladen. Und es startet auch ziemlich schnell, ne? 1 und 2 Player Game, wie es halt ist. So, und dann schauen wir mal. Okay. Ja, es spielt sich ziemlich gut, würde ich sagen. Also, das ich stelle mich natürlich sofort. Also, das Display ist sehr hell. Ich weiß nicht, ob das über die Kamera gut durchkommt. Das Display ist sehr hell und der Sound ist gut. Ist natürlich jetzt hier nicht die High-End-Lautsprecher, würde ich sagen. Aber es lässt sich sehr gut spielen, muss ich sagen. Also, wo ich jetzt meinte, die Buttons, die fühlen sich etwas billig an. Mag zwar auf den ersten Blick sein, aber wenn man spielt, dann geht das eigentlich, ne? Ansonsten ist das hier ganz normales Super Mario Brothers. Ich werde jetzt mal hier so das erste Level spielen, wenn ich es gut schaffe. Ich muss hier das nämlich leicht angeschrägt spielen, weil ich das sonst mit dem Film hier nicht so hinkomme. Deswegen, falls ich hier nicht super performen sollte, was durchaus möglich ist, dann entschuldige ich das bitte. Ich habe gestern auf Nintendo gesehen, dass es hier so ein paar kleine Goodies gibt. Das heißt, die haben nicht nur stumpf die Version jetzt so 1:1 portiert, sondern es gibt auch als Feature, wenn ihr zum Beispiel das Spiel startet und dann, ich glaube, die A- oder die B-Taste genauer drückt. Ich verlinke euch mal in den Videokommentaren unten auf jeden Fall den offiziellen Link zu der offiziellen Nintendo-Seite. Dann könnt ihr zum Beispiel die Level auswählen, ne? Also das heißt, sie haben es so ein bisschen aufgefrischt, das gab es vorher nicht. Man kann auch hier bei den Ballgame später dann auch als Luigi spielen, wenn man die B-Taste, glaube ich, länger drückt. Das ist alles durchaus möglich. Ist quasi so eine Art Speicher-Passwort-Funktion. Aber wie gesagt, das verlinke ich euch nochmal genau. Da gibt es so ein paar Geheimnisse, die sie da eingebaut haben. Aber ich bin wirklich begeistert von dem Display. Das haben sie echt super umgesetzt. Ich bin wirklich gerade fasziniert, wie weit diese Technik denn doch geraten ist, dass man auf so einem kleinen, leichten Gerät so ein gutes Display hinkriegt. Also das finde ich gut. Das ist natürlich jetzt nicht gerade das billigste Ding hier, aber das finde ich echt faszinierend. Ne? Ich würde sagen, wir schauen uns gerade noch mal kurz in The Lost Levels rein. Da habe ich ja noch quasi ja, etwas schöne Erinnerungen an der letzten Panda quält sich XXL-Folge. Hier kann man Mario und Luigi auswählen. Ich weiß nicht, ob das im Original auch so war. Es ist auf jeden Fall im Prinzip Super Mario Bros. So ein bisschen auf Steroide, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das ist, glaube ich, das Schlechte. Weil da haben sie nämlich auch so schlechte Pilze eingebaut. Ja, ich schneide natürlich wieder wunderbar ab. Ich würde sagen, einmal versuche ich es noch. Aber ich finde es sehr gut umgesetzt und wie gesagt, ich habe die Tasten zwar am Anfang ein bisschen bemängelt, weil das ist halt so ein bisschen weiches Gummi, ne? Das ist jetzt kein hartes Gummi, aber es spielt sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und jetzt gucke ich hier nochmal kurz im Ball rein, mal gucken, ob ich hier... Genau, das ist halt, das habe ich auch letztens in der...
In der ersten Game and Watch Gallery heißt es ja nicht der erste Teil, mir fällt gerade der Titel nicht ein, wo sie für den Game Boy verschiedene Game and Watch Spiele portiert haben. Da war dieses Ball auch. Also es ist natürlich jetzt ein sehr, sehr ja, einfaches Spiel. Das heißt, ihr müsst im Prinzip nur diese drei Position einnehmen und diese Bälle halt jonglieren. Das ist natürlich jetzt eine Hommage an das erste Game & Watch Spiel. Hier haben sie es halt ausgetauscht, dass es halt der Mario ist. Im Original ist das jetzt irgendein nicht zufälliger, aber ein nicht unbedingt bekannter Typ. Und ich muss mal schauen, ob ich das hinkriege, dass ich Mario aus, Luigi stattdessen auswähle. Aber ja, auf jeden Fall wunderbares Gerät, wie gesagt, als Größe, Hand, passt sehr gut. Ich habe leider kein Game & Watch Exemplar da, um jetzt zu vergleichen, ob das jetzt wirklich exakt dieselbe Größe ist. Aber mein erster Eindruck ist natürlich mit seinen knapp 60 Euro jetzt nicht gerade das Billigste, sage ich mal. Aber ich finde es einfach sehr nett gemacht. Mit sehr viel Liebe, eine schöne Hommage an diese alten Game & Watch Spiele. Und es ist super spielbar. Also das Bildschirm ist groß genug. Die Tasten sind knackig. Natürlich jetzt nicht so wie das NES, aber durchaus alles gut gemacht. Ich bin froh. Also wie gesagt, wenn ihr Retro-Fans seid, entweder Game & Watch oder von Super Mario Brothers, solltet ihr hier auf jeden Fall zuschlagen. Das sind meine Ersteindrücke. Mich würde mal freuen, habt ihr auch das Ding vorbestellt? Habt ihr es? Was sind eure Eindrücke? Haut's in die Kommentare rein. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.